In diesem Video zeige ich euch die einzigen Klippen der Niederlande, und zwar das Bodemierdoumer Cliff. Das befindet sich etwas unterhalb von Stavoren und ist damals in der Eiszeit entstanden. Hier seht ihr einmal ein paar Aufnahmen dieser kleinen Anhöhe. Ihr könnt hier frei parken und dann ungefähr 300 Meter zu Fuß gehen durch ein Feld. Dort ist ein kleiner Weg und dann gelangt ihr an diesen schönen Aussichtspunkt. Wenn ihr dann hier Rast gemacht habt und die Aussicht genossen habt, könnt ihr auch noch einige hundert Meter weiterfahren. Dort kommt ihr an einen weiteren Aussichtspunkt, der heißt Seedijk Kaikir. Das Video verbinde ich euch einmal hier oben rechts in der Infokarte. Ja, und auf dem Weg zu Seedijk Kaikir, da kommt ihr an Sybrandis Spielpark und an einem kleinen Strand mit Strandpavillon vorbei. Wenn ihr Kinder dabei habt, ist das natürlich auch ein weiteres Ziel, wo es sich dann auch lohnt, die Kinder zu überreden, einmal an einen Aussichtspunkt vorab zu fahren. Das Video zum Spielpark und zum Strandpavillon verlinke ich euch einmal oben rechts hier auch in der Infokarte. Unser Ferienhaus befindet sich ca. 40 Autominuten von hier entfernt am Eismeer im Ort Makkum. Die Internetseite könnt ihr hier unten links im Video bereits sehen, und eine Playlist zum Ferienhaus verknüpfe ich euch einmal oben rechts hier in der nächsten Infokarte. Ja, und wenn ihr eh schon hier in der Gegend unterwegs seid, dann macht doch auch mal in Stavoren halt. Peilt dort in etwa den Bahnhof an. Dort könnt ihr kostenfrei für 2 Stunden direkt am Bahnhof parken und ungefähr 200 Meter davor auch kostenfrei den ganzen Tag. In Stavoren gibt es eine der 11 friesischen Fontänen, und zwar einen riesigen Fisch. Diesen verlinke ich euch einmal hier oben rechts auch in der Infokarte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals, und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.